willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir einen Paprika-Hackfleisch-Auflauf. Man braucht hierfür relativ viele Zutaten, aber das Ergebnis nachher ist wunderbar und total lecker. Und zwar braucht ihr dafür 250 Gramm Fusilli, 400 Gramm gemischtes Hackfleisch, 200 Gramm Kochsahne, 250 Gramm Erbsen mit Möhren aus der Dose, alternativ könnt ihr auch tiefgefroren verwenden, eine rote Paprikaschote, eine gelbe Paprikaschote, eine Zwiebel, eine Dose stückige Tomaten, zum Drüberstreuen nachher ungefähr 200 Gramm Käse, 20 Gramm Tomatenmark, ein Teelöffel Gemüsebrühe und natürlich Gewürze wie Salz, Pfeffer, Knoblauch, eine Prise zum Anbraten und natürlich Öl. Und da es ein Auflauf wird, braucht ihr natürlich auch eine Auflaufform. Wir starten damit, dass wir die Auflaufform einfetten. Hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich empfehle immer noch Backtrennspray. Super einfach. Und vor allen Dingen kann man es auch schön sparsam dosieren. Was wir hier leider haben, muss man dazu sagen, die Nudeln müssen extra auf dem Herd gegart werden. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal einen Topf hinstellen, Wasser, Salz und die Nudeln nebenbei garen. Während wir hier im Gerät mit der Soße starten. Wir starten mit der Zwiebel, die einmal vierteln und in den Mixtopf geben. Deckel drauf. Und 5 Sekunden bei Stufe 5. Zerkleinern. Einmal alles vom Rand hier nach unten schieben. Ein Esslöffel Öl dazu. Eine Prise Knoblauch dazu. Deckel drauf, Messbecher raus, weil wir das jetzt andünsten, das heißt einmal in die Anbratfunktion und bei 120 Grad für 2 Minuten auf Stufe 1 anbraten. So, einmal den Deckel ab. Jetzt kommen wir zu unserem Hackfleisch, das einmal in den Mixtopf geben. Einmal grob mit dem Spatel zerkleinern, einen flachen Teelöffel Salz dazu. Einen halben Teelöffel Pfeffer und einen halben Teelöffel Paprika edelsüß. Deckel wieder drauf. Messbecher lassen wir ab, denn wir braten jetzt 5 Minuten. 5 Minuten Stufe 1 bei 120 Grad das Hackfleisch an. Die 5 Minuten sind um und ich musste leider feststellen, dass das Hackfleisch nicht ganz durchgebraten ist. Heißt, ihr nehmt nochmal 4 Minuten und bratet das Hackfleisch an. Genau, Mixbecher bleibt draußen. 4 Minuten Stufe 1, 130 Grad bin ich jetzt gegangen, damit es einfach ein bisschen kräftiger durchgebraten wird. In der Zeit könnt ihr jetzt schon mal die Paprika in kleine Stücken schneiden. So, jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt kommt die Paprika dazu. Eine rote in Stücke und eine gelbe in Stücken. 20 Gramm Tomatenmark kommen jetzt dazu. Einmal mit dem Spatel alles verrühren. Jetzt die Sahne dazu, 200 Gramm. Die Dose Tomaten. Ein gehäufter Teelöffel Gemüsebrühe, ein halber Teelöffel erneut Paprikapulver und ein halber Teelöffel Pfeffer und ein Teelöffel Kräuter. Ich verwende mal Kräuter de Provence, könnt aber auch natürlich andere Kräuter verwenden. Natürlich so ein Teelöffel, das passt immer gut. Ein flacher Teelöffel Salz nochmal dazu.
kräftiger haben will, der nimmt einfach so ein Chili-Pulver und streut dann noch eine Prise rein, dann wird es schön kräftig. Messbecher wieder rein. So, und jetzt 10 Minuten im Linkslauf bei 100 Grad und Stufe 1 kochen. So, die Nudeln könnt ihr jetzt schon mal abgießen und den Backofen auf 200 Grad vorheizen. 10 Minuten hat das Ganze jetzt gekocht. Nun kommen wir zu der Auflaufform. Der Ofen, der heizt vor. Ihr gebt jetzt die Nudeln in die Auflaufform. Dazu eure Dose erst. Ja. Wenn ihr jetzt wie ich eine Dose verwendet, die Hälfte vom Wasser abgießen und der Rest kann sich hier ruhig mit den Nudeln vermengen, das macht gar nichts. Einmal mit dem Spatel vermischen. Und jetzt kommt die Hackfleisch-Paprika-Tomatenmasse. Aber das Beste kommt noch, und zwar der Käse. Den verteilt ihr jetzt auf dem Auflauf. Und dann geht das Ganze für 30 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. 30 Minuten später darf ich euch den leckeren Paprika-Hackauflauf präsentieren. Der ist wirklich richtig, richtig lecker. Ihr seht es hier auch nochmal, also das reicht definitiv für mehr als 4 Personen. Normalerweise sind ja sämtliche Rezepte, auch von mir, immer für 4 Personen, Portionen, wie auch immer, trifft ihr nicht zu. Ihr könnt locker 5, wenn nicht sogar 6 mit davon essen. Ich hoffe, euch schmeckt es. Ihr habt viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.